Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Naruto mit mir, dem Terminus und dem Schattendoppelgänger. Das ist so ein bisschen wie Mario Galaxy auch, vor allem weil es heißt, wenn ich das auflevel, kriege ich mehr Schattendoppelgänger. Die heißen halt Schattendoppelgänger. Wer kam auf die Idee? Ich bin mir nicht sicher, wie ich die effektiv einsetze, aber ich glaube gegen manche Bosse. Ich muss nur einmal näher ran. Dann kurz ausweichen und dann können meine Schattendoppelgänger, die halt einfach Schattendoppelgänger heißen, den kaputt kloppen. Ich meine, Kraftwerk bleibt Kraftwerk auf. Warte mal. Bin ich nicht auf drauf? Kraftwerk, Kraftwerk. Machen wir hier mal ausnahmsweise den Shuttle-Doppelgänger rein. Weil, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch. Es ist so dumm. Deswegen mag ich das. Du bist auch. Ich hasse dich. Dich hasse ich. Ist er tot? Da komme ich nicht hoch. Kriege ich hier unten bitte noch irgendwo. In den Doppelsprung. Oh cool. Gelbe Scherben, die ich nicht benutze. Die hat ja nicht mal eine Peitsche. Nicht meine Peitsche. Was soll denn das? Gut. Nehmen wir jetzt das schönste Preisdeck. Oh, friss Kot! Brauchen die nur zwei Schläge und meinen Silberritter den getroffen? Oh. Danke. Will ich nicht. Hallo. Hallo. Der Straße. Okay, die hat doch eine falsche. Ich nehme es zurück. Der Strahl ist schon stark. Könnte man meinen. Was ist eigentlich los mit euch? Ist das ein Folterinstrument? Oder ist das ein schiefgegangenes Kartoffelpass? Was sich selbst versteinert hat. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Hallo Freunde, 1, 2, 3. Wieso sollte ich hier hin wollen? Sollte ich gar nicht. Okay. Aber was hat hier da unten bewacht? Mehr geile Klonapparate. Die sollte ich vielleicht kaputt machen, aber. Ist nicht. Ist nicht. Da muss auch. Okay. Vielleicht muss auch nicht. Man weiß es nicht. Kartoffelpass, Freund. Lauf, 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 lauf. Super mies. Oh, die macht Wind. Ich meine, ich mag mein Rigatoni-Feuer. Verständlicherweise. Aber gegen Ultrafurz-Säulen der Geilheit. Ich meine, das ist einfach Rexcalibur aus Fire Emblem Awakening. Habe ich nichts gegen. Sieht cool aus. Aber ich hätte noch gern so ein. Mein Leerestrahl mit Elektro-Eigenschaften, bitte. Dann kann ich Thoron schießen. Da habe ich aber mal gar nichts gegen. Wo gehen wir hin? Wo gehen... Oh Gott. Macaroni! Das Macaroni-Wind und Rigatoni-Feuer. Ich sage euch, greift den mal bitte an. Voll cool, danke. Rigatoni, Macaroni, lecker, lecker, schmeckt. Mahagoni, Rigatoni und ne Macaroni. Voll geil. Ich werde Essensalchemist. Wie der gute Johannes es wollte. Das ist keine Bosstür. Wo kommen wir denn jetzt hin? Das wäre alles nicht so schlimm, wenn ich wüsste, was abgeht. Wo zum Teufel bin ich? Höllenhöhle. Höhlenhölle. Die Lampen sehen ja schick aus. Boah, das ist. Ja, die Farben sind hier schon ein bisschen.
Weißt du, dieses komische spiegelnde Schwabbelbodenzeug und Wandzeug macht das nicht einfach. Guck mal, das Ding ist kein finsteres Elementar. Dir soll ich wehtun können. Ich hasse euch. Versteck dich nicht! Aua, was hat mir denn da getan? Da war ich doch schon lange weg. Das ist tot. Verpiss dich! Das lebt! Es lebt! Fucker! Feuerwiderstand. Ja gut, die Elementare sind ein bisschen... Naja, predictable. Okay, das ist zwei. Au! Ich habe das Gefühl, ich sollte nicht in der Lava stehen. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank. Ich will weg. Okay, hat ein Levelchen bekommen. Das ist ihr Herz allerliebst. Okay, tot. Ich will nicht unbedingt viele Attacken abbekommen, weil ich nicht weiß, wann das nächste Speicher kommt. Vermutlich nicht so flott. Ah! Genau das habe ich befürchtet, dass ich so dumm bin, wenn ich da runter springe. Ich habe es trotzdem gemacht. Warum? Oh, nee. No Doggo. Meine Magie. Papa. Kann ich mich wieder rausporten? Ja, das passt mir. Ich glaube, mein Rigatoni-Feuer macht hier unten so gut wie gar nichts. Ha! Aua, heiß. Ich habe keine Magie mehr. Drachenei. Das ist alles unangenehm. Was bist du denn? Oh, kämpfe ich hier gegen einen Abaddon? Ah. Ich will keine Tränke für Normalgegner einsetzen. Ja, mach mal was bitte. Oh Gott, das sind ja diese super geilen Hilfe. Käfer. Das ist somit das Schlimmste, was man hier sehen kann, glaub. Der hat gefurzt. Fliegende Gegner, ich sage euch, groteske Schale, ja. Nee, nee, mach mal weiter. Ich guck interessiert zu. Das heißt nicht Mimics, aber komisch. Warum muss ich Spinne, die Mimik Spinnenbeine haben? Das ist doch nicht cool. Ja genau, rutscht da genau rein, weil der nichts sehen kann. Oh, jetzt bin ich hier unten. Puh, Feuer heiß. Ich würde Tränke einsetzen müssen. Und ich habe erst zwei benutzt beim Bosskampf. Ah! Das wäre gar kein Problem, Silberritter, wenn du mit angreifen würdest. Ich weiß, das mag dir vielleicht nicht in den Kopf gehen. Aber dafür bist du irgendwie da. Ich meine, der hat ein paar Angriffe abgewehrt, die mich getroffen hätten. Vorhin schon den Flammenatem. Ich sehe einen Feuerhuren-Elementar. Stört mich am meisten, muss ich zugeben. Dich kann ich nicht unbedingt Rigatoni feuern. Wenn ich in Lava falle, bin ich vermutlich kaum.
Fucker. Oh! Tödlichkeitsring. Dödeli-Ring! Was kann Dödeli-Ring? Ein Ring, den Schaden steigt, den du mit kritischen Treffer. Ich meine, mit dem kritischen Trefferring vielleicht echt nicht. Was geh ich hin? Truf. Hab ich nicht? Nee. Ich habe keinen Tastenschlüssel, wo ich Heilung ausgerüstet habe. Was mit Nein? Nein, 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 nein. Können Sie sterben, bitte? Eklig. Nun zu euch. Außer ich komme durch. Cool, dachte ich mir auch. Läuft ihr gerade an? Der blöde Hund ist halt unsympathisch. Cool, danke. Ist er weg. Es sieht so aus, als ob Wauzi nicht hier hoch kann. Und wenn doch, habe ich ein Problem. Oh. Er kann nicht unbedingt hoch, aber treffen kann er. Fuck you, fuck you, fuck you, Dog. Ich bin eine neue Einsatzseele. Höllenhund beschwören. Ich glaube, einmal in Lava tippen tötet mich jetzt. Ich kann da oben lang. Also mache ich's. Leck mich. Silberritter? Ist gut? Okay. Mir geht's nämlich gut. Ich spüre meine Beine. Ja. Danke für diesen guten Morgen. Danke für jeden neuen Tag. Danke, dass ich die Scheißkäfer nicht so gerne mag. Watcha! Jetzt muss ich minimal aufpassen. Check, check. Dann! Hand me the Chuck Chuck! Da unten ist halt der Hund. Bye bye! Totes Fallen? Nee, Feuerelementar nicht cool! Wie weit er trifft, das ist absolut nicht cool. Geld. Ja, 5 geile Münzen. Das ist ein Bosskampf. Bitte lass Heilgebiet. Das oben wird eine Speicherstation sein, aber ich riskiere nichts. Mama. Hallo. Terminus. Gibt's nicht Looting-Scheiß? Pass mal auf. Oh, Pupi Stinky. Kann ich daraus... Pass auf. Ich mache jetzt die Rüstungsscheiße zu einer Glückkackerei. Das heißt, Worte der Weisheit werden zu Glück verstärken. Habe ich sowas? Verteidigung, Intelligenz. Ding. Manchmal erhältst du mehr Gegenstände durchs Fertigen. Das ist nicht Glück, aber... Weißt du? Widerstand. Steigt deine Werte proportional zu deinem Reich für... Unter Wasser. Unsichtbare Wände. Mhm. Der mir hilft. Hilft mir nur alles gar nicht. Kurz zeige ich deine Werte. Auch Glück. Kann ich hier auch die Schaufel rüsten lassen, das ist eigentlich egal.
Wobei, das ist doch nur wegen der Rüstung, oder? Also ich muss sowieso erstmal gucken, was ich alles... Das ist unpraktisch. Gambandeng. Gibt es irgendwas, was mir Glück erhöht? Nein. Glück, Glück, Glück. Glück, 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 Glück. Glück, Glück. Schleife auf 21. Das war's. Habe ich nichts. Glück, Glück, Glück. Steinmaske erhöht Glück. Was erhöht Glück noch mehr? Komm schon, ich habe doch nicht nur ein Glück-Dingens. Taschendieb-Ring. Plünderer-Ring. Ja. Ja, und den Taschendieb-Ring. Und als Schal nehme ich mal. Ach, wie war es mit dem Feenschal? Ich habe nämlich nichts anderes. Was heißt auch hier die Schleife? Plündererring. Taschendiebring. Meinetwegen den Feenschal, whatever. Chemische Fülle, leere Strahlschattensucher. Ja, viel mehr kann ich doch nicht machen, ne? Was ich machen kann, ist... das ausrüsten. Yay! Ah, ich muss nur nach unten drücken dafür. Das ist voll cool. Ich habe keinen Doppelsprung damit. Merke ich gerade so ein bisschen. Ich bin die scharfe Rüstung. Ich bin sehr alchemitastisch. Alchemitastisch. Ich habe irgendwas Komisches in mir. Voll geil. Habe ich geschafft. Gut gemacht. Ach, ein Diamant. Habe ich ja keine von. Hat sie neue Ziele für mich? Nö. Okay, cool. Auf Wiedersehen. Ciao. Ich bin eine Rüstung. Da war noch ein Boss, ne? Hallo. Ich skedaddle mal hier lang. Wenn ich einfach gratis Heiltränke bekomme. Ach so, ja, egal. Wenn ich einfach gratis Heiltränke bekomme mit der einen Fähigkeit, dass ich manchmal einfach mehr herstelle, als ich herstellen sollte. Dann wäre das extrem geil. Was soll es sein? Was soll das da? I'll go with this. I'll go with this. Hatte ich so wenig normale Normalo-Tränke? There, all done. I'll go with this. Pow. Regenerieren stellt TP regelmäßig wieder her. Ah, da mache ich aus einer blauen Scherbe. Ach, das ist eigentlich ganz cool. Vielleicht. Hab ich schon. Dieses Jahr ich. Das ist alles schlechter in den meisten Fällen als das, was ich habe, oder? Riga Storema. Aber was sind diese lila Seelen? Sind die nicht die Zeigi-Dinger? Ich schaffe ein Feld aus Brennender Macht, schicke einen Strahl aus heiliger Energie in die vorgegebene Richtung. Soll ich das einfach mal ausprobieren? Oder brauche ich die Diamanten halt noch? Man weiß es nicht. Hoher Sprung. Warte mal. Aber gebe ich dafür nicht meinen Doppelsprung auf? Ich meine, habe ich jetzt sowieso nicht, aber... Was soll man tun? Einfach ausprobieren. Ja, cool, wenn man dafür noch irgendwie Level oder so, sonst was bekommt. Was soll ich machen? Will ich mal ganz kurz ausprobieren. Das ist jetzt sowas. Also wie lange ich den halten kann. Wenn ich stattdessen... Den kann ich genauso lange halten.
Die Frage ist, was ist stärker? Ich glaube, unten in der Hölle ist es fast egal. Weil alles aus Feuer besteht. Aber, weißt du? Mal hin und wieder zum Lichtstrahl wechseln ist auch nicht blöd. Außerdem kann ich den farmen. Ich brauche zwar jedes Mal einen Diamanten und die Seele für. Aber ich glaube, so Utility-mäßig gegen Dunkelheitsgegner ist das nicht unglaublich dumm. Nur ein bisschen. Hallo! Ich hätte gern geilen Scheiß. Geld. Ich mag dich, Geld. Tut mir leid, dass ich dich weggeben muss. So, wir machen noch den Klassiker. Mal ganz kurz die beiden Tränke machen, dann die restlichen Tränke kaufen. Weil ich kann und weil ich muss. Manchmal rede ich dolle Stuss. Und dann speichern wir, dass die Folge vorbei ist. Ist doch anständig erschienen wärst. Ich sollte eigentlich immer einzeln welche machen und hoffen, dass ich noch einen gratis bekomme, oder? Ich hatte aber jetzt gerade die Rüstung gar nicht an. Ah, ich hasse das, wenn man so Utility-Scheiße hat und die ausrüsten muss aktiv. Ärgert mich. 17 Geld, reicht das für ganz viel coolen Scheiß? Ist halt so teuer. Ich kann aber zum Beispiel sowas verkaufen für einmal Trank, weißt du? Kröte freilassen. Release die Kröten! Na guck mal, mein gecraftetes Ding ist gut was wert, aber da habe ich einen Diamanten reingesteckt. Ja! Thank you. Also Geld kann man wahrscheinlich am besten farmen, wenn man einfach Gegner tötet und die Seelen farmt. Habe ich so ein Gefühl. Dann will ich aber sagen, falls euch die Folge gefallen hat, dann ohne Scheiß, jetzt ohne Scheiß, positiv werden, kommentieren, abonnieren, Discord-Link ist in der Beschreibung, das wisst ihr ja. Und dann Termin ist raus. Bye, bye!